Lacker gesagt hat, es könnte als erstes einbrechen. Und tatsächlich ist der erste Teil Spritzbeton dort runtergefallen. Die Risse werden vielleicht ein bisschen breiter, aber es passiert nicht wirklich viel. Die Spannung hier ist riesig. Andere Seite ein bisschen durch. Allerdings sind das immer noch erst Teile von dieser Spritzbetonschicht, die runtergefallen sind. Jetzt werden die Risse aber grösser, eindeutig. Und jetzt ist es soweit.